Ja, und dann war da noch Timo Boll, der ebenfalls ins Semifinale wollte. Timo Boll greift ja bei dieser Europameisterschaft in Ostrava nach seinem dritten Triple, hat ja bereits Gold mit der Mannschaft und im Doppel mit Christian Süß gewonnen. 2007 und 2008 gewann er alle drei Goldmedaillen, der 29-jährige Deutsche. Er trifft in diesem Viertelfinale auf den jungen Franzosen Adrien Matné. Und da klingelt es vielleicht bei Ihnen so ein klein bisschen im Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs, als Deutschland 0:1 zurücklag nach der Verletzung von Ovtcharov im Auftakteinzel. Da stand Boll gegen Matné mit dem Rücken zur Wand, drehte das Match gegen den jungen Franzosen noch, der hier wieder einen fulminanten Auftakt erwischt. 3:0 Führung für Adrien Matné. Und was für eine Serie zu Beginn gegen einen Timo Boll, der bei diesem Turnier im Einzelwettbewerb noch keinen einzigen Satz verloren hatte. Matné trifft alles, führt im ersten Satz mit 5:0. Ja, Groskopf im Dauereinsatz. Und der erste Punktgewinn im ersten Durchgang für Timo Boll. Fehlaufschlag Matné. Zum zweiten Mal nach 2003 bestand ja die Möglichkeit, dass drei deutsche Männer ins Einzelhalbfinale einziehen. Spektakulär das Spiel von Adrien Matné. Die Konstanz ist es, die ab und zu bei den Franzosen noch fehlt. Und es ist auch die Frage, ob er dauerhaft mit dem Spiel mehrere Meter hinter dem Tisch in die absolute Spitze vorstoßen kann. Nummer 80 der Welt, Matné gegen die Nummer 2, Timo Boll. 7:2 in Führung im ersten Satz. Aber einen Schock versetzt hat das Timo Boll mit Sicherheit nicht. Er kennt Matné, er weiß auch, wie das im Mannschaftshalbfinale lief. Und er weiß vor allen Dingen, dass er zumindest im europäischen Vergleich gegen jeden Gegner, wenn er in der Lage ist, einen Zahn zuzulegen, einen Satz oder eine ganze Partie drehen kann. Und schon ist die scheinbar komfortable Führung, dieses 7:2 von Adrien Matné auf 7:5 zusammengeschmolzen. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, die Auszeit zu nehmen. Und Timo Boll muss sich erstmal einen neuen Schläger nehmen, nachdem das Holz zerstört worden ist. Da schaut er und weiß, nee, mit dem Gerät kann ich auf keinen Fall weiterspielen. Hat ja seinen gesamten Schlägersatz bereits vor diesen Europameisterschaften austauschen müssen. Das ist bei Boll aber auch nicht so problematisch, da er ohnehin immer parallel mit drei Schlägern und dann logischerweise auch drei Hölzern unterwegs ist. Bei einigen anderen Spielern ist das durchaus anders. Da gibt es einige Spezialisten, die ihre Hölzer manchmal 5 oder 7 oder sogar mehr Jahre spielen und sich da gar nicht von trennen können. Eine heilige Kuh.
doch nicht die Auszeit von Adrien Montagnier genommen, sondern die unfreiwillige Unterbrechung durch den Schlägerwechsel bei Boll. Der hier eine gute Chance liegen lässt. Montagnier war der einzige im gesamten Turnier bisher, der Boll in Bedrängnis bringen konnte. Aber klar war auch, diesen ersten Satz, den musste der junge Franzose eigentlich nach diesem Traumstart gewinnen. Und hier hat er jetzt drei Satzbälle, 10-7 Führung für Montagnier. Bronze mit der Mannschaft, das war schon ein echter Achtungserfolg. Ein Viertelfinale im Einzel natürlich auch, sein erstes bei einer EM bei den Herren. Knapp über den Tisch, dieser Rückhand-Topspin von Adrien Montagnier, dessen Schwester ja auch Tischtennis-Nationalspielerin ist, Audrey. Vergleichsweise aber nicht ganz so stark. Und Timo Boll vereitelt drei Satzbälle in Folge von Montagnier, dem 22-jährigen Franzosen. Und in diesem Ballwechsel haben sie das wieder wunderbar beobachten können. Das sieht zwar schön aus, das sieht oft auch spektakulär aus, was Adrien Montagnier spielt. Auf der anderen Seite, es ist relativ einfach für einen Spieler der Klasse von Timo Boll, den jungen Franzosen nach hinten zu drängen. Und da gewinnt man nun mal die Matches nicht. Und so verliert Montagnier den ersten Satz nach 7-2 und 10-7 Führung. Also nach drei Satzbällen, die er sogar in Folge hatte gegen Timo Boll, doch noch mit 10-12. Und das war natürlich besonders bitter für den 22-jährigen Franzosen. Denn wenn du dir so eine Chance nehmen lässt gegen den an Nummer 1 gesetzten, dann ist die Gefahr natürlich riesengroß, dass du anschließend dann nicht mehr ins Match zurückkommst. Einen guten Spin in Vorhand, ja, aber der muss flach bleiben, sonst geht er da drauf. Ja, und genauso entwickelte sich dann auch das Match. Sie sehen es mittlerweile 3-0 Satzführung für Timo Boll. Letzte Chance also für Montagnier, in diesem Match drin zu bleiben. Und er startet dann auch noch mit einem Fehlaufschlag. Dreimal hatten die beiden bisher gegeneinander gespielt. Und Timo Bolls Meinung über Montagnier ist eine sehr, sehr positive, eine sehr hohe. Klasse gespielt mit der Vorhand, dann den entscheidenden Druck erzeugt. Und Montagnier fliegt den Ball zwar hinterher, aber keine Chance, den noch kontrolliert zu erwischen.
Frankreich ja die einzige europäische Nation, bei der man sich vorstellen kann, dass sie mittelfristig in Europa Deutschland gefährden kann. Denn in der Generation hinter ihm, Matné, und hinter Emmanuel Lebesson, der ja auch im Mannschafts-Halbfinale gespielt hat, da sind weitere sehr, sehr starke Nachwuchsleute. Frankreich dominiert das europäische Jugendtischtennis im männlichen Bereich. Aber was Deutschland da aufzubieten hat, das ist schon eine geballte Armada. Und da ranzukommen, das dürfte auch für diese jungen Franzosen sehr, sehr schwer werden. Timeout jetzt im vierten, also die letzte Reißleine jetzt gezogen von Adrien Matné, der es letztlich nicht verwunden hat, dass er diese Riesenchance im ersten Satz hat liegen lassen, nach einer 7-2 und 10-7 Führung den ersten Satz nicht zumachen konnte. Das hat man im Verlauf des Turniers häufiger sehen können, sowohl in den Einzeln bei Timo Boll als auch im Doppelwettbewerb bei Boll und Süß, wenn sie den ersten Satz knapp gewonnen hatten, vielleicht sogar einen Rückstand gedreht hatten, dann sind die Gegner doch mehr oder weniger eingebrochen und haben einfach nicht mehr so richtig an ihre Chance geglaubt. Bei Boll nach diesem ersten Satz die Sicherheit immer größer geworden. Er hat den Franzosen dann doch deutlich dominiert. Er war selbst dabei, als zum ersten Mal drei Deutsche im Einzelhalbfinale standen vor 7 Jahren in Courmayeur in Italien. Jörg Crosskopf war einer von ihnen. Und gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer scheint ihm das dann wieder zu gelingen. Damals im Übrigen trotz dreier deutscher Spieler im Semifinale. Die Goldmedaille ging nicht nach Deutschland. Die holte sich Wladimir Samsonow, der das Turnier dort in der italienischen Höhe ganz klar dominierte. Erneuter Fehlaufschlag von Adrien Matné. 6 Matchbälle für Timo Boll. Und diesmal wäre es eine klare Überraschung, wenn Gold nicht an Deutschland ginge. Das ist schon eine ganz andere Konstellation als damals vor 7 Jahren. Wie gesagt, da war gegen Samsonow in Courmayeur überhaupt kein Kraut gewachsen. Weißrussland wurde ja auch Mannschaftseuropameister. Diesmal allerdings, da müsste doch schon sehr viel passieren, wenn der Europameister im Einzel nicht aus Deutschland kommen würde. Patrick Baum durchaus mit guten Chancen gegen den Österreicher Werner Schlager im Semifinale. Und das deutsch-deutsche Duell zwischen ihm, Timo Boll, und seinem Doppelpartner Christian Süß könnte auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit werden, wenn Süß an die bisherigen Leistungen in Ostrava anknüpfen kann.